sind die Pixelkronen und das sind die Pixel News. Emma, was ist denn Synchronsprechen? Synchronsprechen ist, wenn man einen Zeichentrick, da eine Figur spricht. Musstest du für diese Rolle deine Stimme irgendwie verstellen oder was Besonderes machen? Ich habe sie nicht wirklich doll verstellt. Gibt es zwischen dir und Conny irgendwelche Gemeinsamkeiten? Also wir sind beide sehr fröhlich und wir mögen beide sehr gerne Tiere. Wo kommst du denn her? Aus Rheinland-Pfalz. Aus Nürnberg? Ja. Aus dem Saarland. Warum machst du denn beim Gondelplatz mit? Also ich schaue eigentlich sehr gerne Filme, bin aber halt nicht mehr dazu gekommen, weil ich zu wenig Zeit habe. Es hat sich sehr spannend angehört und ich bewerte auch gerne Filme und deswegen habe ich hier mitgemacht. Also ich schaue gerne Filme und habe mir dann gedacht, ach, wenn man schon Filme gucken will, dann kann man ja gleich kostenlos das auch machen. Wir fragen jetzt noch ein paar Kinder, ob sie auch eine Schmusedecke zu Hause haben und welches Motiv da drauf ist. Ja. 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 Was ist denn da drauf? Sterne. Fußballspieler? Oh. Kannst du lesen, rechnen und auch schreiben? Musst du nicht mehr in der Schule bleiben. Fahren Sie eigentlich selber Mountainbike bei dem Film? Deswegen geht es ja ums Fahrradfahren und auch ums Mountainbikefahren. Ich habe eigentlich für den Film angefangen. Also ich war immer schon viel auf dem Rad unterwegs und habe dann angefangen, Leute zu interviewen für den Film. Und dann ist die Frage gekommen, ja, fährst du eigentlich selber? Und dann habe ich gesagt, naja, ich hab so ein tolles Rad noch nicht und so. Wo wurde das denn alles gedreht? Also in Tirol, und ich habe auch die Fahrradbahn am Anfang erkannt, weil sie auch hier in Gera ist. Und die ist bei mir gleich hinterm Haus tatsächlich. Wie haben Sie denn die Drehorte denn ausgewählt? Also wir haben, es hängt natürlich immer ein bisschen mit der Förderung zusammen, wo man überhaupt drehen darf. Und wir haben gewusst, okay, MDM, also Thüringen, unterstützt uns voll. Und dadurch, dass ich das Projekt ja schon bei der Akademie für Kindermedien in Erfurt entwickelt habe, habe ich natürlich die Radbahn in Erfurt gekannt und war da auch schon öfter. Und dann war das klar, also diese Radbahn wollen wir haben. Und dann haben wir eben geschaut, wo gibt es noch eine. Und da ist dann in Gera aufgetaucht. Und ich kenne den Bikepark in Tirol sehr gut persönlich, haben wir gewusst, okay, da drehen wir das in Tirol, und so sucht man sich das halt zusammen und fährt zu verschiedenen Locations, muss auch schauen, dass die natürlich nicht zu weit voneinander weg sind, drum halt also Gera, Erfurt ideal, dass wir da hintereinander drehen können und so sind die zusammengekommen. Ich habe hier Emilia Flint von den Pfefferkörnern. Hallo. Ja. Also beschreib mir deine Rolle. Also ich spiele die Rolle Alice und sie ist eine sehr mutige und schlaue Person. Was macht dir so am meisten Spaß an dieser Rolle? Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem, dass sie halt mutig ist und dass man dann viele coole Szenen, also auch Action-Szenen und sowas machen konnte. Heute habe ich den Film Meine Freundin Conny, Geheimnis um Kater Mau geschaut. Und jetzt möchte ich euch meine Filmkritik mitteilen. Conny macht eine Reise mit ihrer Kindergartengruppe. Ihr Kater Mau schleicht sich in den Bus und stellt eine Menge Unsinn an. Es hat mich irritiert, dass es anfangs hieß, dass Conny nur 3 Tage weg ist, aber dann war die Rede von einer Woche. Die Animation war gut umgesetzt. Der Film ist für Kinder ab 4 Jahren gut geeignet, deswegen bekommt er von mir einen Daumen hoch.